Dice will einfach nicht aufgeben. Die wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Die gehen hin, nehmen jede Karte aus dem All-Out-Warfare-Modus und denken sich, ja komm, müssen wir mal reworken. Die Spieler sagen, die sind scheiße. Und jetzt kommen sie her und sagen, ja komm, die 4 Seasons reicht nicht. Machen wir noch eine Season 5. Nein, Freunde, wir haben noch keinen April und ich verarsche euch hier jetzt nicht. DICE hat offiziell bekannt gegeben in einem Blogpost, dass Season 5 kommen soll und auch noch weitere Details dazu und sogar schon ein Sneak Peek zur neuen Karte für Season 4. Heftiger Scheiß. Wir gucken uns das alles mal an. Also, zuallererst einmal kommt als nächstes Patch 3.1. Damit bekommen wir das Rework für die Karte Manifest und ein paar Balance Changes wahrscheinlich. Irgendwas so in die Richtung. Dann kommt erstmal Weihnachten und Neujahr. Und dann kommt Patch 3.2. Was bekommen wir da? Da bekommen wir die überarbeitete Version von Umbruch, wo die sich richtig Mühe gegeben haben. Ihr seht jetzt hier auch schon im Hintergrund so ein bisschen, was da verändert wurde. Und das ist schon heftig viel. Die haben ja teilweise den ganzen Gletscher umgebaut, haben die Ölbohrinsel näher rangezogen, haben da noch Gletscherhöhlen reingehauen und alles Mögliche. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich Umbruch spielen wird am Ende. Und zusätzlich dazu wird es ja noch das Klassen-Rework geben. Das kommt ja auch noch mit demselben Patch, aber halt erst nächstes Jahr. Aber das wird auch nochmal ein dickes Ding sein, weil dadurch das ganze Balancing nochmal komplett neu durchdacht werden muss. Man weiß ja noch gar nicht, welche Klasse ist denn jetzt die stärkste mit den ganzen Gadgets? Wobei man schon sagen muss, McKay könnte schon ein fucking Giga-Chat sein. Der könnte schon S-Klasse-Spezialist sein, wenn man so will, weil er ja als Sturmsoldat dann auch mit Sturmgewehren besser umgehen kann. Das wird dann sein, ich sag jetzt mal, seine Eigenschaft sein. Mit den anderen Sturmsoldaten wird das so sein, wenn die Klassen dann kommen. Dann kommt noch dazu, dass er schnelleres Movement hat, während er im ADS ist, also während er am Zielen ist, Aim Down Sight. Und er kann auch Platten mitnehmen, Panzerplatten, und er kann auch einen Heilungsstift mitnehmen. Also, wenn man Hardcore-Infanterie-lastiges Gameplay haben will, dann sollte man auf jeden Fall überlegen, McKay mitzunehmen. Oder halt Maria Falk. Maria Falk ist Allrounder, die kann man immer spielen. Und dann kommt Season 4. Und mit Season 4 sollen wir auch einen neuen Spezialisten bekommen, was natürlich kein Wunder ist. Ist ja immer so, bei jeder Season. Aber wir können schon mal davon ausgehen, dass der nächste Spezialist jemand sein wird, der auch als Klasse Aufklärer ist. Das sieht man hier auch ganz gut am Screenshot. Ich muss ganz ehrlich sagen, da kriege ich schon so ein bisschen Pokémon-Vibes. Natürlich darf ja auch eine neue Karte bei einer neuen Season nicht fehlen. Also ist DICE hingegangen und hat sich gesagt, wir zeigen mal so eine Art Sneak Preview von der neuen Karte. Vorsicht bei diesem Screenshot allerdings, weil es handelt sich hier um Concept Art. Und Concept Arts, steht auch da, sind niemals final. Und wir kennen das aus Battlefield 5. Da haben wir auch gedacht, was für geile, mega krasse Karten wir am Ende da bekommen, weil wir uns diese ganzen Concept Arts mal reingezogen haben. Am Ende des Tages waren die aber teilweise gar nicht so geil. Trotzdem können Infanteriespieler aufatmen, weil es wird das allererste Mal eine infanterielastige Karte werden, die auch, wie man hier sieht, in so einer Art Innenraum spielen wird. Ich hoffe, es ist jetzt nicht wieder das 100. Containerschiff an der Stelle, aber es sieht sehr stark danach aus, als wäre das irgendwie so eine Art riesengroße Halle, Produktionshalle von, ja, von was? Ist die Frage, ne? Vielleicht von so einer riesen Rakete oder irgendwas? Vielleicht irgendwie so eine Raketenbasis oder sowas? Was natürlich jetzt ein bisschen blöd wäre, weil wir haben sowas ja schon mit Orbital. Aber was bitte baut man, das so eine riesengroße Halle braucht, wenn nicht irgendwas, was Elon Musk wieder ins All schießen will? Die Karte soll auf jeden Fall kleiner werden als alle All-Out-Warfare-Karten, die wir aktuell haben. Das heißt, aktuell ist die kleinste ja Kaleidoskop. Und diese neue Karte soll noch kleiner sein als Kaleidoskop. Das hört sich jetzt klein an, aber wir reden hier von Ubisoft Open World und deswegen ist es wahrscheinlich so eine Battlefield 5 Karte. Vielleicht so in Richtung Rotterdam oder sowas. Von der Größe her, ja. Die Karte wird aber nicht nur kleiner, sondern, ja, hier steht auch kürzer, was auch immer das heißen soll. Sie soll linearer werden, das freut mich sehr, weil das bedeutet, dass wir da nicht von allen möglichen Ecken wieder flankiert und von allen vertikalen Höhen abgeknallt werden können, sondern dass man hoffentlich genug Deckung hat. Das ist aber nur eine Hoffnung von mir, natürlich weiß man es jetzt noch nicht. Also Kämpfe auf engem Raum, ob jetzt überhaupt Fahrzeuge mit dabei sind, kann ich euch nicht sagen. Ich habe dazu noch keine Infos. Und übrigens, unter uns mal so, ne? Ich habe auch keine Insider-Infos. Ich bin da noch nicht zu irgendwas eingeladen worden oder so. Also, selbst wenn, ich müsste Stillschweigen bewahren. Sonst würden die mich holen. Ach, ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist, ASMR aufzunehmen. Können wir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Jetzt kommen wir zu einer etwas traurigeren Nachricht. Und zwar,
Wir haben danach noch zwei Karten, die überarbeitet werden müssen. Ausrangiert und Sanduhr. Sanduhr ist die schlechteste Map, die ich jemals in einem Battlefield gespielt habe. Muss ich wirklich sagen. Investigativ, wie wir Menschen so sind, wollen wir natürlich Verschwörungen aufdecken. Und wir gehen ja jetzt davon aus, dass wir ein Muster erkannt haben und mit Season 4 dann Patch 4.1 kommt, wo dann ausrangiert überarbeitet wird und 4.2 bringt uns dann Sanduhr. Das ist leider nicht der Fall. Sanduhr scheint so unglaublich schlecht zu sein, dass wir die nicht mit Season 4 bekommen werden, höchstwahrscheinlich, das liest sich zumindest so raus, sondern Sanduhr wird wahrscheinlich erst in Season 5 kommen. I am ready to get hurt again. Das hat aber auch eine positive Seite. Sie schreiben ja auch in ihrem Blogpost, dass das erste Jahr 4 Seasons beinhalten soll. Wenn wir uns zurückerinnern an Battlefield 5, hatten wir ja auch Jahr 1 und Jahr 2. Kann ja sein, dass wir jetzt mit Jahr 2 für 2042 dann auch nochmal 4 Seasons bekommen werden, also dann auf 8 kommen. Und das könnte bedeuten, dass wir ab Season 6, wie auch eingangs schon in einem vorherigen Video vermutet, mehr Karten und mehr Content bekommen könnten, weil diese Reworks dann endlich alle aus dem Kopf sind. Alles nur Spekulation, Aluhut ist gerade wieder aufgesetzt, deswegen ist es noch nichts offiziell. Aber wir machen mal weiter jetzt mit Season 5. Und zwar soll Season 5 auch nochmal eine neue Karte bekommen und es soll eine Karte werden, die man zuletzt in Battlefield 4 gesehen hat. Aber es wird nicht 1:1 einfach nur eine Karte aus Battlefield 4 genommen, das hätte man ja dann auch einfach in den Portal-Modus schmeißen können, sondern die Map wird auch nochmal etwas überarbeitet, dass sie zum Universum, zum Ton von 2042 passt, indem sie sagen, dass dann diese neue Karte ein vergessenes Schlachtfeld sein soll. Ein mit Vegetation zugewuchertes Gebiet für den Krieg von 2042, das die Kombination aus Fahrzeug- und Infanteriegefechten erfordert. Sodass Teamplay der Schlüssel zum Sieg sein wird, wie man immer so schön sagt, mit Play the fucking Objective macht eh keiner. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Karte aus Battlefield 4 könnte das sein? Wir wissen, es ist eine Karte, die vorher scheinbar noch nicht so viel Vegetation hatte. Punkt 1. Punkt 2, es wird eine Karte sein, die mindestens so groß sein muss, dass man da nicht nur als Infanterist rumläuft, sondern auch mit Fahrzeugen. Punkt 3 ist, dass es zugewuchertes Gebiet ist, mit Vegetation. Das heißt, es ist schon mal keine Schneekarte. Das sind so die Hinweise, die wir bisher haben. Und jetzt kann man natürlich überlegen. Es gäbe natürlich viele Karten, die da irgendwie theoretisch in Frage kämen. Ich hätte jetzt gesagt, Fan-Favorite und absolutes Highlight, weil da auch Levolution mit drin wäre, Siege of Shanghai. Wir haben aktuell sowieso noch keine Karte, die in China spielt. Und die könnten dieses riesen Hochhaus wieder dann mit benutzen von Siege of Shanghai, was dann auch wieder einstürzt. Aber dann so Next-Gen-mäßig halt, ne? Müsste man mal abwarten und gucken. Es wäre auf jeden Fall geil. Vor allem, Siege of Shanghai spielt in einer Stadt. Und wir haben uns ja schon seit Ewigkeiten eine Karte in einer Stadt gewünscht. Damit wäre Levolution und Stadtmap realisierbar, plus Vegetation sogar noch. Wie fändet ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oder natürlich auch, was eure Favoritenkarte wäre aus Battlefield 4, die ihr unbedingt sehen wollt für Season 5. Und die natürlich auf diese drei Punkte, die wir gerade eben genannt haben, zutreffen würde. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und ansonsten wird es natürlich auch wieder neuen anderen Content geben, wie einen neuen Battle Pass, neuen Spezialisten, neue Waffen, vielleicht auch nochmal neue Fahrzeuge, werden wir sehen. Vielleicht auch neue Boote und so weiter dann, weil Siege of Shanghai, ich sag die ganze Zeit, dass es die Karte wird, obwohl ich es nicht mal weiß, aber da hätte man ja auch wieder dieses, dass man da auch Boote benutzen kann und so. Deswegen, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da erwarten wird. Sie scheinen immer noch nicht aufgegeben zu haben. Und ich hoffe, dass dann auch mal ein Squad-Management-System ins Spiel kommt und da noch an anderen Schrauben gedreht wird, damit das Spiel wirklich endlich mal ordentlich läuft und auch noch mal ein paar mehr Leute abholen kann. Und jetzt macht, dass ihr wegkommt. Das Video ist vorbei. Bis dann, Freunde. Macht's gut, bis dann und rein. Und wie immer, ciao, ciao.